Guten Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, guten Abend und herzlich willkommen hier beim Dreisat-Festival in Mainz. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer an den Fernsehgeräten. Mein Name ist Vince Ebert und es stimmt tatsächlich, ich bin wirklich studierter Physiker. Ich habe vor über 15 Jahren mein Studium als Diplomphysiker abgeschlossen. Also man kann sagen, ich bin nach Oskar Lafontaine und Angela Merkel der dritte deutsche Physiker, der sein Geld im Bereich Kabarett und Comedy verdient. Mein aktuelles Programm trägt den Titel Freiheit ist alles. Das ist ein großes Thema und man fragt sich, was hat ein Physiker, ein Naturwissenschaftler mit dem Thema Freiheit zu tun? Das liegt ganz einfach daran, Wissenschaft ist eine sehr, sehr freiheitliche Denkmethode, eine Methode zur Überprüfung von Vermutungen durch das Experiment. Ein Biologe nimmt eine Fliege, klatscht in die Hände und die Fliege fliegt weg. Dann nimmt er eine zweite Fliege, reißt ihr die Flügel aus, klatscht wieder in die Hände und erkennt, die Fliege wurde durch das Ausreißen der Flügel taub. So funktioniert Wissenschaft. Jedes neue Experiment kann immer auch neue Erkenntnisse bringen. Das ist im normalen Leben genauso. Der Bauer geht jeden Morgen zum Füttern in den Gänsestall und die Gänse denken sich, Mensch, der Bauer, super Typ. Kurz vor Weihnachten allerdings wird den Gänsen schlagartig klar, irgendwas an unserer Theorie ist faul. Im Fachjargon nennt man so etwas Falsifizierbarkeit. Jede Theorie gilt nur so lange als richtig, bis sie durch eine andere, durch eine bessere ersetzt wird. Und dadurch irren wir uns quasi nach oben. Wenn es Ihnen als Wissenschaftler gelingt, morgen die Relativitätstheorie zu widerlegen, kann Einstein einpacken. Wenn es Ihnen als Priester gelingt, morgen die Existenz Gottes zu widerlegen, können Sie als Priester einpacken. Das ist der grundsätzliche Unterschied. Oder anders gesagt, wer glauben muss, was andere sagen, ist ziemlich unfrei. Wer allerdings weiß, dass sein Wissen über die Welt nur vorläufig und verbesserungswürdig ist, der hat die Freiheit, seine Einstellung zu verändern. Und genau darum geht es in den nächsten 45 Minuten. Ich möchte zusammen mit Ihnen heute eine kleine Reise durch die Welt der Freiheit unternehmen und Fragen klären, was genau bedeutet überhaupt Freiheit, in welchen Bereichen sind wir frei und in welchen unfrei. Ja, gehen wir gleich mal in die Vollen. Wer von Ihnen ist denn heute Abend freiwillig hier? Ja, oh, sehr zögerlich. So richtig freiwillig sehen Sie nicht aus. Ah. Ich meine, sind wir mal ehrlich, die Motivation, abends etwas zu unternehmen, geht in 80% der Fällen von der Frau aus. Ja. Und was wir Männer uns da alles antun, oder? Männer, die mit der Eleganz eines Kachelofens gesegnet sind, begleiten ihre Frauen zu lächerlichen Salsa-Abenden, einfach nur in der Hoffnung, danach mal wieder, na ja. Aber auch Frauen machen sich einen unglaublichen Stress. Die überlegen 2 Stunden lang, was sie anziehen sollen, um sich dann 2 Stunden lang in einen Veranstaltungsraum zu setzen, der in der Regel komplett abgedunkelt ist. Ja, den Stress haben sie sich nicht gemacht. Nein. Sieht super aus, wirklich. Wenn das in 10 Jahren wieder modern wird, haben sie schon. Ist das super. Ich meine, die Sehnsucht nach Freiheit, sind wir mal ehrlich, ist ja eine klassisch männliche Eigenschaft. Ich zum Beispiel war ja auch sehr lange sehr frei, bin mittlerweile gebunden. Ich sage das jetzt nur, damit sich die Frauen im Publikum keine großen Hoffnungen machen. Und zwar lebe ich mit 2 Katzen zusammen. Ja, 2 Weibchen, die leben seit 5 Jahren in meiner Wohnung und dulden mich da mehr oder weniger. Aber es ist okay, wir Männer wollen frei sein, aber im Grunde wissen wir nicht, wozu. Aus zig Studien ist bekannt, Männer, die frei und ungebunden sind, verwahrlosen. Klassisches Beispiel, David Hasselhoff. I've been looking for freedom. Seit er 2006 geschieden und damit endlich frei war, ist er jeden Abend voll wie ein Eimer. Ganz traurige Geschichte. Der hat die Freiheit gesucht und die Sucht gefunden. Ja, wir Männer wollen immer diesen Duft der Freiheit um die Nase wehen haben. Born to be wild. Deswegen verkaufen sich auch diese Harley Davidson so gut. Weil sie einem kleinen, unbedeutenden Sachbearbeiter die Möglichkeit geben, in einer schwarzen Lederkutte durch Käfer zu rasen
und die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Und für dieses Freiheitsgefühl sind Harley-Davidson-Kunden so dankbar, dass sie sich sogar das Firmenlogo auf den Bizeps tätowieren lassen. Aber ich habe am Strand noch nie einen Typen gesehen mit Opel Corsa. Ja? Oder knapp über der Badehose Mini. Oder warum glauben Sie, gehen die Stones immer noch auf Welttournee? Nicht wegen der Kohle. Nein, um einfach wieder mal von heim rauszukommen. Für so eine Rocklegende gibt es doch nichts Entwürdigenderes als so ein biederes, unfreies Alltagsleben. Wenn dann die Frau sagt, hier Mick, geh doch mal mit dem Hund raus. Kannst doch gleich den Müll mit runtertragen. Deswegen sind ja auch diese Songs von ihnen entstanden. You can't always get what you want. Und morgen streichst das Garagentor. I see a red door and I want it painted black. Und sind wir mal ehrlich, mit einer Frau, die den Namen Angie trägt, da ist auch nicht viel mit Satisfaction. Freiheit ist ein riesengroßer Mythos. Deswegen sind ja auch Filme über Freiheitskämpfer immer genau dann zu Ende, wenn die Freiheit erkämpft worden ist. Weil danach nichts mehr zu tun ist. Keiner will sehen, wenn Robin Hood leicht angefettet auf der Couch sitzt und einmal im Jahr auf der Dorfkirche Weihauf Schützenkönig macht. Ja, weißt du, ich damals noch im Sherwood Forest, wie ich den einen Pfeil mit dem anderen Pfeil... Ach komm, Robin, hör mir doch auf mit deiner olle Kamelle. Ja. Andere Filme lösen das Problem, indem sie den Freiheitskämpfer kurz nach dem Showdown einfach sterben lassen. Mel Gibson in Braveheart oder Leonardo DiCaprio in Titanic. Super Film, der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist. Ja. An der Stelle vielleicht ein kleines optisches Beispiel. So, was sehen Sie hier? Einige Männer sagen, auch ein knackiger Frauenkörper. Viele Frauen sagen, Blödsinn, ein beleidigtes Elefantenpaar. Sie denken noch nach, oder? Nein. Und das zeigt schon bei so banalen Dingen wie der optischen Wahrnehmung, sind wir offenbar alle ziemlich unfrei. Wir sehen immer genau das, was wir sehen wollen und passen dann der Realität unserer eigenen Wirklichkeit an. Genauso funktioniert das zum Beispiel auch in der freien Presse. Wir lesen am liebsten die Meldungen, die das eigene Weltbild bestätigen. Und das ist zum Beispiel in Deutschland dieses Bild, dass alles immer schlimmer wird. Klimakatastrophen, Amokläufe, Terroranschläge, Finanzkrisen, davon können wir Deutschen gar nicht genug bekommen. Und wenn morgen die Welt tatsächlich untergehen sollte, schreibt die Süddeutsche noch, Bayern trifft's am härtesten. Kennen Sie das Spencersche Gesetz? Vor etwa 100 Jahren hat der Soziologe Herbert Spencer untersucht, welche Themen in den Medien besonders hysterisch und aufgeregt behandelt werden und welche Relevanz sie nach Expertenmeinungen tatsächlich denn haben. Und da kam heraus, Sie können sich's vielleicht denken, die mediale Aufmerksamkeit ist indirekt proportional zur tatsächlichen Dringlichkeit. Oder anders gesagt, je hysterischer, umso unwichtiger. Ja, das gilt teilweise auch heute noch. Deswegen waren ja wochenlang in Deutschland Geigerzähler und Jodtabletten knapp, weil 9000 Kilometer weiter ein Reaktorunfall passiert ist. Ja, weil deutsche Umweltschutzverbände herausgefunden haben, dass auch in Deutschland die Gefahr eines Tsunamis durchaus realistisch ist. Ja, wenn Ottfried Fischer in Bodensee springt. Ja. Ja, wir Deutschen berauschen uns an der Apokalypse. Vor 3 Jahren dieses Thema aussterbende Eisbären. Da wurden wir monatelang mit Bildern von depressiven Eisbären bombardiert, die einsam und allein auf kleinen Eisschollen in die Abendsonne trieben. Dabei hat sich in den letzten 50 Jahren der Eisbärenbestand in der Arktis fast verfünffacht. Im Gegensatz zum Braunbärenbestand in Deutschland. Der lag 2006 bei exakt einem Exemplar. Bruno. Ein mickriger Bär in Bayern und trotzdem hat der Stoiber damals gesagt, der Bär muss abgeschossen werden, weil er Schaden anrichtet. Was ist denn das für ein Argument?
Nach der Theorie müssen wir das gesamte bayerische Kabinett. Der Grund für diese Irrationalität, der liegt hier oben. In unserem Gehirn ist nämlich unsere Gefühlszentrale, das sogenannte limbische System, wesentlich mächtiger als der Sitz der Großhirnrinde, der Sitz des Verstandes. Das macht evolutionsbiologisch auf jeden Fall Sinn. Wenn zum Beispiel in der Steinzeit so ein Säbelzahntiger in die Höhle gekommen ist, war es relativ unklug, erstmal darüber nachzudenken, ob das nicht vielleicht der Nachbar ist, der von einem lustigen Kostümball kommt. Und diese Verhaltensweisen können wir ganz schlecht abschütteln. Denn 99% unserer gesamten Entwicklungsgeschichte sind wir in kleinen Nomadenverbänden durch die Gegend gezogen, in denen vollkommen andere Gesetze galten. Ein lebenslanger, primitiver Campingurlaub. Also man kann sagen, evolutionsbiologisch gesehen sind wir alle Holländer. Ja. Kommen wir noch mal kurz zurück zu den Medien. Was glauben Sie, ist nach Expertenmeinung das größte Umweltproblem in Deutschland? Die Überdüngung der Böden durch die Landwirtschaft. Riesengroßes Problem, dadurch werden die Ökosysteme am meisten geschädigt. Davon lesen Sie in den Medien fast nichts, weil das nicht spektakulär ist. Die Landwirtschaft ist der größte Umweltverschmutzer in Deutschland. Und das ist zum Beispiel mit ein Grund, weshalb die größte Artenvielfalt inzwischen nicht mehr in der freien Wildbahn vorherrscht, sondern in den Großstädten. Während der Städter von der freien Natur träumt, zieht die freie Natur mit Zack und Pack in die Großstadt und fühlt sich dort pudelwohl. Da gibt es Nischen, Nahrung, genug Verstecke. Die Zugvögel bleiben sogar im Winter hier, weil es in den Großstädten wärmer ist. Die pfeifen auf den Migrationshintergrund. Die meisten Wildtiere sind perfekt in die Großstadt integriert. In Frankfurt hat man Raben beobachtet, die absichtlich Nüsse auf die Fahrbahn geworfen haben, damit die Autos drüber fahren und die knacken. Wirklich. In Offenbach soll es sogar ein Krähenpärchen geben, das die Autos selber kurz schließt und dann drüber fährt. Unglaublich. Der verwöhnte Städter jedoch ist der festen Überzeugung, dass das Leben in der Großstadt immer unfreier und ungesünder wird. Ja, die Gudrun hat jetzt neulich so eine Bürgerinitiative gegen Elektrosmog gegründet, weil die Telekom bei ihr um die Ecke so einen Mobilfunkmast aufgestellt hat. Da haben über 1000 Leute unterschrieben, die angeblich seitdem unter Kopfschmerzen und Übelkeit leiden. Und als die Gudrun dem Telekom-Sprecher dieses Protestschreiben dann in die Hand gedrückt hat, meinte der, und wie schlimm muss es erst werden, wenn wir nächste Woche den Mast auch noch in Betrieb nehmen? In Wirklichkeit regen wir uns nicht deswegen auf, weil irgendwas gefährlich ist, sondern wir denken, irgendwas ist gefährlich, weil wir uns aufregen. Und weil die Medien das erkannt haben, verplempern wir unsere Zeit mit Scheindebatten und Pseudoproblemen. Und man fragt sich, wie frei macht uns die freie Presse denn wirklich? Gut, ich bin natürlich froh, dass wir in Deutschland Pressefreiheit haben. Ja, das war in der DDR vollkommen anders. Auf der anderen Seite konnten die Westfernsehen gucken, ohne dass dreimal im Jahr die GZ geklingelt hat. Ja, und die neuen Medien haben das Thema Pressefreiheit auf eine vollkommen neue Ebene gehoben. Stichwort WikiLeaks. Hey, was da rausgekommen ist. Top-Secret-Meldungen. Dass Guido Westerwelle ein eitler Gockel ist. Ha, wer hätte das gedacht? Oder wie meine Oma immer gesagt hat, auch ein Furz, den du unter Wasser lässt, kommt irgendwann an die Oberfläche. Und deswegen ist ja die Geschichte der Freiheit in den letzten paar Jahrzehnten inzwischen eine ziemliche Erfolgsstory. Ja, noch vor 100 Jahren gab es weltweit gerade mal 30, 35 Demokratien. Heute wird in 120 Ländern der Erde gewählt. Genau genommen ist ja Demokratie eigentlich gar keine Regierungsform, sondern ein Verfahren zur Eindämmung von Macht. Wir können die Typen einfach abwählen. Das ist wichtig, denn Politiker sind so ähnlich wie Windeln. Man sollte sie ab und an mal wechseln, und zwar aus dem gleichen Grund. Ja? Da bekommt der Begriff, der klebt an seinem Stuhl, eine ganz konkrete Bedeutung. Ja?
Aber genau das ist ja das eigentliche Problem bei unserer deutschen Demokratie. Wir können die Typen ja nicht wirklich abwählen. Egal, was wir machen, seit 20 Jahren eiern Gestalten wie Gysi, Westerwelle oder Trittin durch den Bundestag. Wer hat die eigentlich gewählt? Keiner. Die Hälfte aller Bundestagsabgeordneten sind in ihrem eigenen Wahlkreis durchgefallen, aber sitzen trotzdem drin. Das Ganze heißt Verhältniswahlrecht und ist schwerer zu verstehen als das Tarifsystem der Deutschen Bahn. In England oder in Amerika ist das Ganze wesentlich transparenter. Da haben wir das Mehrheitswahlrecht. Ganz einfach, wer seinen Wahlkreis verliert, ist weg vom Fenster. Hat natürlich auch Nachteile. Angenommen, drei Kinder wollen immer Verstecken spielen und zwei Kinder immer fangen. Ist es dann gerecht, wenn immer Verstecken gespielt wird? Das ist Mehrheitswahlrecht. Die Mehrheit setzt sich durch. Im Verhältniswahlrecht diskutieren die fünf Kinder den ganzen Tag lang, ohne überhaupt was zu spielen. Ja, und genau deswegen sind wir auch alle so politikverdrossen, weil nichts vorangeht. Bei der letzten Europawahl haben genauso wenige Bundesbürger abgestimmt wie beim Finale von Big Brother. Wahrscheinlich, weil die Kandidaten auch ähnlich charismatisch waren. Und diejenigen, die sich jedes Mal aufs Neue zur Wahl schleppen, nehmen die Sache ja auch nicht mehr besonders ernst. Bei der letzten Hessenwahl habe ich gehört, wie einer aus der Nachbarkabine gerufen hat: Sag mal einer Stopp. Ha? Nein, wir brauchen mehr Mitbestimmung, direkte Demokratie, Volksabstimmungen. Wird jetzt auch gerade heiß diskutiert während Stuttgart 21. Ja, wobei das auch wieder typisch deutsch ist. Ja. Eine Hysterie wird da verbreitet. Wahnsinn, in den letzten paar Monaten mal in Stuttgart. Was da los ist, bürgerkriegsähnliche Verhältnisse. Die einen demonstrieren, den Bahnhof oben zu lassen, die anderen sagen, legt ihn tiefer. Wer Stuttgart kennt, der weiß, legt Stuttgart tiefer, lasst den Bahnhof oben, verdammt nochmal. Es ist. Wobei ja Volksabstimmungen per se keine blöde Idee sind. In der Schweiz zum Beispiel läuft das toll. Ja, in Deutschland sagen die Leute, da dürfen ja auch die Dumpfbacken wählen. Na und? Gibt es ein sehr schönes Experiment. Vor etwa 100 Jahren hat der Wissenschaftler Sir Francis Galton auf einer Viehauktion 800 Menschen gebeten, das Gewicht eines Ochsen zu schätzen. Die mussten sich alle diesen Ochsen angucken, durften alle ihren Tipp abgeben. Und dann wurde aus diesen 800 Tipps der Durchschnittswert ermittelt. Und dieser Wert entsprach bis auf wenige Gramm dem exakten Gewicht des Tieres. Genauso funktioniert eine gute Demokratie. Im Schnitt ist die große Masse vielleicht nicht sonderlich intelligent. Was sie aber auf jeden Fall erkennt, sind die Ochsen. Ja, erfunden wurde die Demokratie, das wissen Sie wahrscheinlich, vor etwa 2500 Jahren im alten Griechenland. Damals war Griechenland noch eine Hochkultur, ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und auch was ganz interessant war, Griechenland wurde demokratisiert, ohne dass die USA einmarschieren mussten. Ja. Ja. Auch das ist heute faktisch nicht mehr möglich. Ja. Okay, auch im alten Griechenland war natürlich nicht alles in Butter. Sokrates, der berühmteste Grieche nach Otto Rehhagel, wurde von seinem eigenen Volk in einer freien Abstimmung zum Tode verurteilt. Im Wesentlichen, weil den Athenern sein Gelaber auf den Geist gegangen ist. Und das zeigt die bloße Tatsache, dass der Wille des Volkes in einer freien Wahl zum Tragen kommt, heißt erstmal nicht sehr viel. Demokratie bedeutet lediglich, dass 10 Füchse und ein Hase darüber abstimmen können, was es zum Abendessen gibt. Freiheit dagegen bedeutet, wenn der Hase mit einer Schrotflinte die Wahl anfechten kann. Das eigentliche Element unserer abendländischen Kultur ist also folglich nicht unbedingt die Mitbestimmung, sondern die Selbstbestimmung. Die Idee, dass jeder Mensch ein individuelles Wesen darstellt, das sich vollkommen frei entfalten darf. Der Philosoph John Locke nannte diese Idee Self-Ownership, das Eigentum an mir selbst.
Und davon profitieren wir alle, ich vielleicht mit am meisten. Ich kann hier auf der Bühne, ich kann hier alles machen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass einige von ihnen den Saal verlassen. Ja, was schlecht möglich ist, weil wir die Türen abgeschlossen haben. Ja? Und dieses Prinzip des Self-Ownerships, das ist noch gar nicht so alt, das ist vor etwa 300 Jahren in der Aufklärung entstanden. Du darfst alles tun, was andere als vollkommen idiotisch ansehen, solange du damit keinen schädigst. Das war der Kerngedanke. Oder wie es Kant ein bisschen intellektueller formuliert hat, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, auch dann, wenn du keinen hast. Self-Ownership. Deswegen sind wir in unserer Gesellschaft ja auch alle so erpicht darauf, individuell und einzigartig zu sein. Das fängt schon bei der Wahl der Vornamen an. Warum nennen Eltern ihre Kinder Malcolm, Fabrice, Leonie, Chantal oder Jimmy Blue? Kann da nicht der internationale Gerichtshof was dagegen machen? Da müssen doch Blauhelme ins Taufbecken. Ha? Jimmy Blue klingt wie ein Schimmelkäse. Ja? Den absoluten Vogel der Individualität allerdings schießen Friseurläden ab. Ist Ihnen schon mal aufgefallen? Unsere Innenstädte sind zugepflastert mit Wortkreationen wie Scherereien, Vierhaareszeiten, Matahari, Harakiri oder Air Force One. Früher hießen Friseursalons einfach nur Friseursalons. Drinnen stand ein dicklicher älterer Herr mit der blauen Schürze, der hieß dann Herr Müller oder Herr Wohlfahrt. Hm? Heute tragen Friseure Intimpiercings, Tattoos und kommen ähnlich wie brasilianische Fußballer ohne Nachnamen zur Welt. Hallo, ich bin Pascal, wie soll ich es dir machen? Jeder will individuell und einzigartig sein. So haben sich das die Väter der Aufklärung nicht vorgestellt. Ja. Kennen Sie diese Sanifair-Toiletten auf den Autobahnraststätten? Das Unternehmen Sanifair hat es geschafft, der banalsten Tätigkeit überhaupt einen Glamour-Faktor zu geben. Kacken als Event. Jedes Mal, wenn man aus der Kabine kommt, erwartet man eigentlich eine 24-köpfige brasilianische Samba-Truppe, die einen zum Händewaschen begleitet. Und diese Individualität hat natürlich auch ihren Preis. Pro Jahr investieren wir Deutschen 9 Milliarden Euro in Lebenshilfe, Sinnsuche und Selbstverwirklichung. Simplify your life. Befreie dich von Gerümpel, habe ich neulich gelesen. Und das in einer Welt, in der man fürs Finanzamt die Tankwidmungen 10 Jahre aufheben muss. Auch im Fernsehen nur Lebenshilfe. Da werden Restaurants gerettet, Wohnungen umdekoriert, Kinder erzogen. Du, ich habe keine Ahnung, wie ich eine Tütensuppe aufreißen soll. Da guck doch mal bei RTL 2 rein. Die haben dafür extra so einen Coach. Und je sinnloser die Tätigkeiten, umso sinnvollere Begriffe findet man dafür. Müde sein heißt Burnout. Rumlatschen heißt Pilgern. Nichts tun heißt Wellness. Selbst mein Nachbar macht diesen Quatsch mit. Früher war er einfach nur stinkfaul. Leute, sagt er, du, ich bin ein trockener Workaholic. In Wirklichkeit ist dieser Drang zur Individualität ein Indiz für eine fundamentale Orientierungslosigkeit. Aber wir Menschen, wir brauchen Orientierung, auch wenn sie noch so absurd ist. Ja, der Mann von der Gudrun zum Beispiel, der Michael, der hat sich jetzt neulich so eine vollmechanische Espresso-Hebelmaschine von Manufaktum gekauft. Das gibt dem Halt, das gibt dem Orientierung. Ja. Kennen Sie Manufaktum? Das ist dieser Laden, in dem man für ein Heidengeld Dinge kaufen kann, mit denen man sich dann ökologisch korrekt das Leben schwer macht.
irgendwelche dreifach geölten Kirschholzkistchen mit handgeschöpftem Bakelitverschluss. Mundgeblasene Nudelmaschinen aus biologisch abbaubarem Gusseisen, sowas halt. Ne? Allein um diesen Einschaltknopf von dieser blöden Espressomaschine zu finden, hat der Michael 4 volle Stunden gebraucht. Um aus diesem Teil einen einigermaßen trinkbaren Espresso rauszubekommen, brauchen Sie eine Anwärmzeit von 60 Minuten. Eine Stunde Wartezeit für einen Espresso, einen schnellen Kaffee. Das ist so sinnvoll wie ein Jahr Wartezeit für eine Abtreibungsklinik. Ja? Warum nur tun sich Menschen wie der Michael so einen Irrsinn an? Man hat das Gefühl, je erfolgreicher man im Beruf ist, umso schwerer macht man sich's im Alltag. Wenn sich das einfache Volk im Club Med All-Inclusive die Wampe vollhaut, fahren Studiendirektoren auf dem Kilimanjaro Mountainbike. Oder kurven durch die Stadt auf diesen lächerlichen Liegefahrrädern. Ein einziger Vorteil von diesen Dingern ist, dass sie öfters mal von einem LKW übersehen werden. Seit H&M und Ikea den Konsum demokratisiert haben, hat er anscheinend bei den Intellektuellen seinen Reiz verloren. Und deswegen zelebrieren die den Verzicht. Ja, der Michael überlegt jetzt, demnächst 2 Wochen lang in so ein tibetanisches Schweigekloster zu gehen. Ich will zu meinem Allerinnersten vordringen, hat er gesagt. Bin mal gespannt, was der da vorfinden wird. Ja? Nein, in der Gemeinde, diese Mönche haben eine ganz andere Bewusstseinsebene erreicht. Die kommunizieren ja untereinander, indem die sich leere Faxseiten zuschicken. In meiner Kindheit hieß sowas stille Post. Ja, aber er steht total auf Askese und Verzicht. Hat sich jetzt sogar so von seinem Tai-Chi-Lehrer so asiatische Schriftzeichen auf den Rücken tätowieren lassen. Also eine Lebensweisheit. Was hat er gesagt? Finde die Flügel der Freiheit im Abwägen der Extreme. Oh. Mein Chinese um die Ecke hat drauf geguckt, hat gemeint, Quatsch, das heißt Hähnchen süß-sauer. Ja. Gut, ein bisschen kann ich den Michael ja schon auch verstehen. Ich meine, er hat ja vor einiger Zeit, jetzt während der Finanzkrise, hat der richtig Geld verloren. Boah. Ja. Nur vor 2 Jahren groß einen auf Rallo gemacht, mittlerweile sehr bescheiden. Ja. Hat sich jetzt sogar bei seinem letzten verbliebenen Brioni-Anzug extra so C&A-Logos auf die Ärmel nähen lassen, um bescheidener zu wirken. Ja. Sehen Sie, deswegen bin ich so ein großer Freund von den Naturwissenschaften. In der Physik, da kann man wenig verschleiern. Wenn zum Beispiel ein Wasserstoffatom ein anderes Teilchen anzieht, dann kann man sicher sein, dass es das auch so meint. Bei Menschen ist das vollkommen anders. Ja? Nehmen Sie zum Beispiel mal diese Sendung Germany's Next Topmodel. Heidi Klum wählt ja nicht das Mädchen aus, das ihr am besten gefällt, sondern sie wählt das aus, von dem sie glaubt, dass es den Zuschauern am besten gefällt. Und genau so hat der Michael sein Geld bei der Finanzkrise verloren. Weil er Produkte gekauft hat, von denen er geglaubt hat, dass die anderen Leute denken, dass diese Produkte später mehr wert sein werden, als er selbst geglaubt hat, dass sie jetzt wert sind. Ökonomen sprechen in dem Fall von der Theorie vom noch größeren Idioten. Und dazu hat man letztes Jahr ein sehr, sehr spannendes Experiment gemacht. Und zwar hat man die Papageientame Dagli bei einem Börsenspiel gegen professionelle Aktienbroker antreten lassen. Während die Aktienprofis mit ihren computergestützten Prognosemodellen ihre Portfolios zusammengestellt haben, hat Dagli willkürlich und per Zufall Aktien gekauft, indem sie einfach auf den Börsenteil von der Zeitung gepickt hat. Also man kann sagen, zocken frei Schnabel. Nach 6 Wochen hat Dagli 8 von 10 Börsenprofis geschlagen. Ein erstaunliches Ergebnis, das aber durch die Hirnforschung bestätigt wird. Weil es bekannt, Menschen haben das komplexeste Gehirn. Danach kommen Delfine, Schimpansen, Papageien und erst dann kommen Investmentbanker. Ja. Ja. Moment, jetzt nicht, weil sie doof sind, sondern weil sie ihre analytischen Fähigkeiten überschätzen. Aber die Welt läuft viel zufälliger ab, als wir uns das vorstellen können. Das eigentliche Geheimnis von geheimen Börsenrezepten ist daher, dass es keins gibt.
Und das ist gut so, denn genau das bedeutet Freiheit. Wenn alles vorausberechenbar wäre, würde das ja bedeuten, dass die Zukunft feststehen würde. Wenn aber die Zukunft feststeht, wo ist dann die Freiheit? Freiheit gibt es nur um den Preis der Unberechenbarkeit. Deswegen macht uns ja auch die freie Marktwirtschaft so viel Angst. Nicht, weil sie schlecht funktioniert, sondern weil sie so unberechenbar ist. Ja, deswegen haben die Kommunisten zum Beispiel auch die Planwirtschaft erfunden. Ja, ein Riesenerfolgsmodell, wenn Sie sich erinnern. Ja. Wenn Sie zum Beispiel in der DDR in einen Eisenwarenladen gegangen sind, da haben Sie keine Nägel bekommen. Da gab es auch keinen Hammer. Von der Sichel ganz zu schweigen. Ja. Das Einzige, was die hatten, war geöffnet. Und warum? Weil die noch nicht mal Schlösser hatten. Ja? Natürlich wird der freie Markt nie perfekt funktionieren. Aber er funktioniert immer noch besser als irgendwelche staatlichen Lenkungen. Wem vertrauen Sie mehr? eBay oder unserem Rentensystem? Wo ist es sicherer? In Ihrem Garten oder im Stadtpark? Was ist sauberer? Öffentliche Toiletten oder Ihr Badezimmer? Sollten Sie ein männlicher Single sein? Vergessen Sie letzte Frage. Ne? Die freie Marktwirtschaft ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass uns zu viel Freiheit Angst macht, nervös macht. Und durch die Globalisierung wird ja alles noch komplizierter. Da kann sich ja kein Mensch mehr entziehen, dieser Globalisierung. Nur vor ein paar Jahren konnten im Fußballstadion irgendwelche Prolos rufen, Bimbos raus! Da wäre heute die eigene Mannschaft weg. Das ist Globalisierung. Ja? Vor ein paar Monaten habe ich Champions League gesehen. Arsenal London. Da war ein einziger Spieler auf dem Platz, der die englische Staatsbürgerschaft hatte. Und der hat bei Barcelona gespielt. Ja, die ersten Globalisierer, wissen Sie wahrscheinlich, waren die Spanier. Im 16. Jahrhundert sind sie nach Südamerika gefahren, haben den Indios Gold, Kartoffeln und Tomaten geraubt. Die Indios wiederum haben sich dafür revanchiert und spielen zur Strafe bis zum heutigen Tag Panflöte in der Fußgängerzone. Globalisierung. Ja, noch vor 30 Jahren war unser Leben klar und einfach. Es gab zwei Weltmächte, zwei Fernsehprogramme und zwei große Volksparteien. Gut und Böse waren eindeutig unterscheidbar. Und wir sind alle mit realen Bedrohungen aufgewachsen. Kalter Krieg, NATO-Doppelbeschluss, Apfelshampoo. Ja. Heute ist alles viel unübersichtlicher. Heute ist der beste Rapper weiß und der beste Golfer schwarz. Keiner kennt sich mehr aus. Ja. Vor allem, weil durch die Globalisierung ja auch die Armut in Deutschland immer mehr wächst. Ja. Also steht zumindest in der Zeitung, dass die Armut in Deutschland immer mehr. Gut, das können Sie ja jedes Jahr bei der Spargelernte und bei der Weinlese sehen. Da müssen Zehntausende Weißrussen und Ukrainer nach Deutschland gekarrt werden, weil die von Armut betroffenen Deutschen inzwischen so schwach sind, dass sie diese Arbeit überhaupt nicht mehr ausführen können. Riesenproblem. Ja. Die IG Metall hat sogar neulich eine Studie in Auftrag gegeben, in der herauskam, dass Arbeit die Hauptursache aller Betriebsunfälle ist. Aber stellen Sie sich mal vor, zu Zeiten von König Ramses hätte es schon die 35-Stunden-Woche gegeben. Da wäre von diesen Pyramiden gerade mal die Tiefgarage fertig geworden. Oh, tut mir leid, Pharao, wir haben Zeitausgleich. Trotz dieser riesengroßen sozialen Errungenschaften sind 2/3 der Bundesbürger, ach was sage ich, 3/4 der Bundesbürger der Meinung, dass es in diesem Land nicht gerecht zugeht. Aber was ist Gerechtigkeit? Ist es gerecht, wenn ein Chinese 1 Euro in der Stunde verdient, ein Osteuropäer 3 Euro und ein Deutscher 10 oder 15? Auf Sylt habe ich mal einen Bettler gesehen, der hatte ein Kreditkartenlesegerät dabei. Und natürlich gibt es in Deutschland Armut, aber die hat nicht nur etwas mit mangelndem Geld zu tun. Als ich zum Beispiel noch studiert habe, hatte ich pro Monat so wenig Geld zur Verfügung, dass ich locker unterhalb der Armutsgrenze lag. Aber ich habe mich trotzdem nicht arm gefühlt, weil ich eine Perspektive hatte. Ja, und wenn die fehlt, können Sie mit Geld relativ wenig ausrichten. Ja. Letzte Woche bin ich mit der Gudrun durch die Fußgängerzone gelaufen, habe in einem Anflug von Mitleid einem Obdachlosen einen 5er in den Teller geworfen. Dreht sich die Gudrun zu dem um und sagt, aber nicht für Alkohol ausgeben. Ja, für was denn sonst? Für ein Sonderheft von Schöner Wohnen oder was, Alter?
höchste Armutsrisiko ist nicht Geld, nicht mangelndes Geld, sondern mangelnde Bildung. Warum ist klar? Nur wer gebildet ist, hat die Freiheit, sich aus eigener Kraft aus seinem Schlamassel zu befreien. Ja? Und mit genau dieser Freiheit sieht es in Deutschland ziemlich übel aus. Ja? Allein in Berlin gibt es Bezirke, in denen 50% der Bevölkerung keine ordentliche Schulbildung hat. Ja? Und da ist das Regierungsviertel noch gar nicht mitgezählt. Ja? Berlin Mitte macht Party, lässt seine Doktorarbeiten schreiben, ja, und hält Voltaire für den Erfinder der Batterie. Super. Ja? Oder will für ein halbes Jahr als Ampere nach Frankreich. Du, in der deutschen Oper kommt jetzt AIDA. Echt? Wie kriegen die das Schiff da rein? Also, wenn Sie jetzt sagen, naja, gut, aber heute sieht es mit der Bildung blöd aus, aber vor 30, 40 Jahren, da war das noch ein Zacken anders. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Die erste internationale Studie, in der das Leistungsniveau der europäischen Länder miteinander verglichen wurde, die gab es schon 1964. Und in der kam heraus, dass deutsche Schüler in puncto Mathematik im internationalen Vergleich ziemlich in Nieten waren. Und dann hat die deutsche Reformpädagogik eine sehr, sehr interessante Idee gehabt. Die haben an den Folgestudien einfach nicht mehr teilgenommen. Leistungskontrolle, oh, das ist jetzt ganz schlecht. Die Selina tanzt gerade ihren Namen. Ja, Mitte der 90er eine absolute Schock. PISA-Studie. In der kam nämlich vollkommen überraschend raus, dass 30 Jahre später deutsche Schüler in puncto Mathematik noch immer ziemliche Nieten waren. Warum ist klar? Weil die Schüler von damals die Lehrer von heute sind. Ja? Gut, jetzt kam mal vor ein paar Monaten die PISA-Studie 2 raus, haben Sie vielleicht gelesen, hat sich erfreulicherweise ein bisschen was verbessert. Deutsche Schüler haben zur internationalen Spitzengruppe aufgeschlossen, vor allem, weil man ein paar Sachen vielleicht richtig gemacht hat. Zum Beispiel haben Bildungsexperten immer wieder gesagt, wir müssen uns am PISA-Gewinner Finnland orientieren. Und das war keine blöde Idee, denn die Finnen haben nämlich auch irgendwann mal einen cleveren Gedanken gehabt. Die haben erkannt, dass Menschen, die Bildung vermitteln, selber gebildet sein sollten. Revolutionärer Gedanke, ja? Ja, die Finnen ein verrücktes Volk, man glaubt es kaum. Und die Finnen haben noch was viel Wichtigeres erkannt. Die haben erkannt, dass die Lebensphase, in der Bildungsunterschiede am schnellsten, am effektivsten ausgeglichen werden kann, in der Frühphase liegt, zwischen 4 und 7 Jahren. Deswegen legen die Finnen auf Frühförderung extrem viel Wert. Dort lernen die Schüler mathematische Grundlagen, Spracherwerb, soziale Kompetenzen. Finnische Erzieher sind sehr gut ausgebildet, bekommen relativ viel Geld und sind in der Bevölkerung hoch angesehen. Ja, in Deutschland ist genau Gegenteil. Da ist der Erzieher ein Niedriglohnjob und der Grundschullehrer ist der Klassenfeind. Das ist das Problem. Ja. Gut, vielleicht liegt es auch ein bisschen am Fernsehkonsum. Muss ich jetzt mal ganz klar sagen, dass das in Deutschland mit der Bildung so schlecht ist. Ja, wenn Sie mal überlegen, ein deutscher Schüler hat bis zu seinem 12. Lebensjahr im Fernsehen schon über 3000 Morde gesehen. Ist doch klar, dass dem Bildung suspekt ist. Ist ja bekannt, was in Krimis mit Menschen passiert ist, von denen es hieß, er wusste zu viel. So, ich sehe, wir sind relativ flott in der Zeit. Und deswegen möchte ich Ihnen zum Schluss noch ein kleines, weil ich jetzt vorhin gerade über das Thema Geld gesprochen habe und Anreizsysteme, möchte ich Ihnen noch ein kleines wissenschaftliches Experiment zeigen, Geld betreffend und dem Freiheitsgedanken entsprechend Geld betreffend. Wer von Ihnen ist bereit, mit mir diese 50 Euro zu tauschen? Ist kein Trick dabei, ich möchte Ihnen einfach noch das Prinzip von Handel einfach mal kurz demonstrieren. Hat jemand 50er in der Tasche? Kommen Sie, ist wirklich kein Trick dabei. Also, der ist auch echt, ja? Kommen Sie, wir sind live, Sie müssen hier, genau, sehr fantastisch, super, vielen Dank. Wir kennen uns nicht, haben uns nie vorher gesehen, aber trotzdem haben wir gerade eben, und darauf wollte ich raus, Handel betrieben. Zwar einen sehr idiotischen Handel, weil 50 Euro gegen 50 Euro, keiner von uns hat jetzt in irgendeiner Form einen Mehrwert. Und es liegt daran, dass Geld selbst keinen Wert darstellt. Ein Stückchen Papier. Der eigentliche Wert von Geld besteht darin, dass man Geld in etwas anderes umwandeln kann.
könnte jetzt zum Beispiel mit diesen 50 Euro französisch essen gehen. Oder gleich mit Ryanair einen Flug nach Frankreich buchen. Ohne Flughafengebühr. Ich könnte mit diesen 50 Euro was ganz Verrücktes machen, mir einen Lottoschein kaufen. Oder eine sehr, sehr schöne Immobilie in Brandenburg. Was aber wäre das Freieste, was ich mit diesen 50 Euro machen könnte? Ich meine, die Ironie von Geld besteht ja darin, dass uns Geld auf der einen Seite Freiheiten, Möglichkeiten eröffnet. Auf der anderen Seite macht uns Geld schon auch ziemlich unfrei. Wenn wir sehr wenig haben, denken wir ständig daran, wenn wir sehr viel haben, erst recht. Wenn also der Besitz von Geld unfrei macht, vielleicht macht ja das Vernichten von Geld freier. Hat jemand von Ihnen schon mal Geld vernichtet? Ich meine jetzt nicht in Form von Telekom-Aktien, sondern richtig so. Indem sie zum Beispiel verbrannt haben. Nee? Ich meine, volkswirtschaftlich gesehen wäre das keine blöde Idee, wenn ich diesen Geldschein jetzt verbrennen würde. Dann wäre nämlich weniger Geld im Umlauf. Ihres wäre dadurch automatisch mehr wert. Und ich würde damit auch noch die Inflation stoppen. Gut, für mich wäre es blöd, weil ich muss noch tanken. Aber vielleicht würde es mich ja wirklich einen Tacken freier machen, wenn ich jetzt hier an dieser Stelle, auf dieser Bühne, diesen Geldschein verbrennen würde. Und da ich ein Mann der Wissenschaft bin, ein Mann des Experiments, möchte ich diese These überprüfen. Macht das Verbrennen von Geld frei? Bin mir gar nicht sicher, ob das eine strafbare Handlung ist. Wissen Sie das? Ja? Und deswegen muss es wie ein Unfall aussehen. So, also die These steht im Raum, wenn der Besitz von Geld unfrei macht, vielleicht macht er das Vernichten von Geld frei und das kann ich nur herausfinden, indem ich das wissenschaftlich überprüfe und dann gucke, was das so in mir auslöst. Kann man das Licht mal ein bisschen dimmen? Naja. So richtig frei. Vor allem, ich sehe es ja an Ihren Gesichtern. Was für ein großkotziges Arschloch. Einige sagen, ach Quatsch, da ist ein Trick dabei. Nein, es ist immer noch der Geldschein von dem Herrn. Warum irritiert es uns, wenn jemand Geld verbrennt? Oder ärgert es uns sogar? Ich meine, im Endeffekt wurde ja keiner geschädigt. Ich habe mich geschädigt. Ich habe das Geld verbrannt, das ich verdient habe. Worin also liegt der Frevel im Geldverbrennen? Und der Frevel liegt ganz allein im Denkverbot. Die größte Errungenschaft unserer freiheitlichen Kultur ist die Überwindung von Denkverboten. Du darfst alles tun, was andere als vollkommen idiotisch ansehen, solange du damit keinen schädigst. Das ist der Kerngedanke von Freiheit. Und deswegen habe ich diesen Schein verbrannt. Und einige sagen jetzt, ha, aber destruktiv war es schon. Aber würden Sie das auch über die Pyrotechnik von einem Rockkonzert sagen? Robbie Williams kommt auf die Bühne mit zwei Feuerfontänen. Fuah! Und die Leute sind begeistert. Dieser Effekt kostet, ich habe mich informiert, 5000 Euro. Und die Wirkung ist nach 10 Sekunden verpufft. Dieser Effekt hat genau ein Hundertstel davon gekostet und hat in Ihnen eine Wirkung ausgelöst, die Sie wahrscheinlich Tage, wenn nicht wochenlang nicht vergessen werden. Und das war mir 50 Euro wert. Vielen Dank.